Hallo, hier sind wir wieder, die beiden Spinner. Ich sag mal beide Spinner, denn es trifft ja auch beide zu. Hallo. Wir haben ja vor kurzem Piranha 2 geguckt. Und während wir das so geguckt hatten, haben wir uns gedacht, wir könnten eigentlich auch mal ein Video machen, bei dem wir einen Film gucken und ein anschließendes Review. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ich selbst bin eigentlich sehr schlecht in Reviews. Ich glaube, Jenny kann das auf ihrem Kanal etwas besser. Ja, ich laber da immer so ein bisschen drüber. Ja, labern kann sie. Spontan labern, ja, ist okay. Ja, jedenfalls haben wir uns gedacht, welchen Film nehmen wir. Und da sind wir auf The Pact oder Der Pakt gestoßen von 2012. Darin geht es um eine junge Frau, die ein Haus bekommt, was bei ihrer Mutter gestorben ist oder so. Ja, genau. Das Haus der verstorbenen Mutter. Und da geht sie nur hin, weil irgendwie eine Schwester oder eine Cousine, ich weiß nicht mehr genau, da verschwunden sind und sie dann da sucht. Also so ein typischer Geisterfilm mit einem Häuschen. Ich freue mich. Und Geister sind toll. Naja, schau mal. Das soll ja der gruseligste Film, glaube ich, 2012 gewesen sein. Das glaube ich jetzt nicht. Aber. Lassen wir uns mal überraschen. Jedenfalls werden wir uns jetzt The Pact. Spricht man das The Pact aus? Ich glaube ja. Schauen wir uns einfach mal an jetzt und danach sehen wir uns wieder. Film ist zu Ende, gerade ausgemacht. Jetzt müssen wir überlegen, was können wir dazu sagen? Jenny. Ja, also ich hatte ein bisschen mehr Geister-Action erhofft. Also es war ja ganz nett, so diese kleinen Effekte so, was da so war und dass man halt eben immer Geister vermutet hat und sowas. Das ist aber ja öfter. Also ich habe da ein bisschen Geister-Action vermisst und ich fand es letztendlich, also die Auflösung davon, gar nicht so geistreich. Ja. Also ich muss sagen, ich fand die Auflösung eigentlich gut. Jenny hat die Auflösung nämlich anfangs gar nicht verstanden. Ja, die Auflösung, nein, ich meine nicht diese Auflösung, ich meine nur so das Ende, so was da kam. Ich hätte da ein bisschen mehr Geister-Action erhofft. Das Einzige, was ich aber gut fand, war dieses Medium. Medium, ja. Ja, die fand ich cool. Ja, die war cool gemacht. Ich muss sagen, ich mag die Filme eigentlich, wenn sie ruhiger erzählt sind, wenn nicht so viel Action da ist. Ich finde auch mehr dieses Vermuten, da könnte was sein, finde ich eigentlich spannender, als wenn man etwas sieht. Also ich sehe lieber Geister. Das finde ich so ein bisschen... Ich möchte die lieber sehen. Da kann ich mir auch Kasper angucken. Nein. Also ich möchte die Geister lieber sehen. Ja. Also ich fand jedenfalls den Film so von der Aufmachung sehr gut gemacht, auch dass es alles ein bisschen ruhig erzählt wurde, dass es nicht so viele Charaktere gab und alles so quasi an einem kleinen Örtchen gehalten wurde. Und mir hat aber, weil es hieß ja der gruseligste Film oder spannendste Film 2012, Jenny ist glaube ich nur zweimal zusammengezuckt. Ja, ich bin zusammengezuckt, weil Jenny zusammengezuckt ist. Na, also ich erschrecke mich ja wirklich selten bei einem Film. Aber dabei habe ich mich schon wirklich tatsächlich zweimal erschrocken, weil ich das nicht erwartet hatte. Ja, und ich denke, das war es auch. Es gab vielleicht mal zwei Szenen, wo man sich so ein bisschen erschrocken hat und vielleicht noch ein, zwei Szenen, wo so ein bisschen Gänsehaut war. Aber Gänsehaut sonst, hatte ich gar nicht. Doch, ich hatte schon so ein bisschen. Ich fand das so ja, gänsehautmäßig unheimlich gemacht. Mhm. Aber es zog sich dann auch ein bisschen und... zum Ende hin passierte einfach nichts. Das fand ich ein bisschen... Also für den gruseligsten Film habe ich mir dann doch etwas mehr davon erhofft. Das Einzige, was ich wirklich gut fand, war Geisterfotografie, dass das da so ein bisschen drin vorkam. Das fand ich ganz gut. Mhm. Das gefiel mir in Shutter ja schon so gut. Geisterfotografie. Mhm. Und sie hat sich direkt beschwert, weil kein Schutzkreis gezogen wurde. Ja, die hat ja dann... Oh, ja, aber das will ich jetzt nicht verraten, das darf ich ja nicht sagen. Aber wirklich, also sie hätte einen Schutzkreis ziehen sollen. Wobei dieser... Na, verraten wir nichts. Ja, das war ja das Problem. Mhm. Weil, aber wäre das nicht gewesen, hätte sie einen Schutzkreis ziehen müssen. Ja. Und sonst von den Darstellern, wie gesagt, das Medium war gut gemacht. Auch die Hauptdarstellerin
hatte ihre Sache eigentlich gut gemacht. Caspar van Dien war das ja Medium dabei, den man aus Starship Troopers kennt. Der hatte eigentlich wirklich nur eine winzige Nebenrolle und war eher so... Wer von denen war das? Caspar van Dien war der Polizist. Ach so. Den kennt man ja aus Starship Troopers, den Held aus Starship Troopers. Er spielte da halt nur so eine kleine Rolle, eher etwas Unbedeutendes. Hätte man auch rauslassen können. Na gut, mit The Pact unsere erste kleine Review. Ich meine, wir wollen jetzt keinen Filmreview-Kanal daraus machen, also, nee. Nur so für zwischendurch. Ja, unsere nächste Review wird dann Caspar sein. Von 1 bis 3 oder 4, ich weiß nicht, wie viele Teile gibt es mittlerweile davon. Keine Ahnung. Oder Scooby-Doo, da sind auch Geister immer bei. Ja, wieder. Ja, na gut, das war's, oder? Ja. Okay, dann macht's gut. Ciao. Tschüss.